Liebe Freunde meines Kanals, willkommen hier zu meinem ersten Meinungsvideo zu World of Warcraft Shadowlands. Ich sage ganz bewusst erstes Meinungsvideo, denn die Erweiterung ist ja erst am vergangenen Wochenende während der BlizzCon enthüllt worden. Es sind zwar schon einige Details bekannt, aber bei weitem noch nicht alles. Deswegen können wir nur Mutmaßungen anstellen und versuchen zu erahnen, was Shadowlands alles mit sich bringen wird. Klar, wir kennen schon die grundlegenden Features, über die werde ich auch gleich sprechen, aber es wird noch sehr, sehr viele Informationen geben, bevor die Erweiterung nächstes Jahr veröffentlicht wird. Ja, so viel ist sicher, 2020 wird sie natürlich erscheinen, um den 2-Jahres-Zyklus einzuhalten, den Blizzard sich da erarbeitet hat. Da wird auch Shadowlands nicht von abweichen. Ironischerweise hat Blizzard in der offiziellen Pressemitteilung geschrieben, Veröffentlichung bis zum 31.12.2020. Ich gehe natürlich stark davon aus, dass Shadowlands im Spätsommer, Anfang Herbst erscheinen wird, wie es auch die letzten Erweiterungen getan haben. Ja, Shadowlands sieht unglaublich spannend aus und ich habe schon jetzt beschlossen, dass auch 2020 bei mir zumindest auf Twitch, aber auch sehr viel auf YouTube, sehr im Zeichen von World of Warcraft stehen wird. Also auf Twitch werde ich weiterhin zu 90% World of Warcraft spielen und auf dem Kanal wird es auch immer wieder WoW-Videos geben, also hier bei YouTube. Ich habe mir jetzt ein paar Themen rausgesucht, über die ich heute gerne mit euch sprechen will. So die Grundpfeiler der Erweiterung, da habe ich mir jetzt 5 Punkte gesucht, über die ich so ein bisschen meine Meinung loswerden will, aber natürlich auch gespannt bin, was ihr zu erzählen habt, denn ihr habt natürlich auch eine Meinung, lasst sie mich wissen in den Kommentaren. Ganz kurz ein kleiner Disclaimer, ich werde natürlich auch hier und da versuchen, über die Story zu reden, denn das geht sonst nicht anders. Ich bin aber kein Story-Profi, also wer von euch wirklich an der Story von Shadowlands interessiert, dass er wirklich wissen will, was die Erweiterung auch in Sachen Lore für World of Warcraft bedeutet, der sollte sich die Videos von Craft angucken. Der hat da richtig Ahnung von, der macht das sehr, sehr gut und den kann ich euch da sehr ans Herz legen, denn er macht das eben sehr, sehr gut mit der Lore. Da möchte ich gar nicht zu viel drauf eingehen, aber wir müssen, Leute, wir müssen gleich am Anfang nämlich mit dem epischen Cinematic, dem wirklich epischen Announce Cinematic Sylvanas gegen Bolvar, gegen den Lichtkönig. Und es war kein fairer Kampf. Ich meine, ganz ehrlich, wie stark kann diese Frau bitte noch werden? Sie hat die Horde in den Krieg gegen die Allianz geführt. Da war sie nicht die Erste. Sie hat sich getraut, Teldrassil abzufackeln. Da war sie wirklich die Erste. Und jetzt geht sie auch einfach mal zum Lichtkönig und macht den richtig fertig. Bolvar hatte zu keiner Zeit dieses sehr gut inszenierten Kampfes auch nur den Hauch einer Chance gegen sie. Sie zwingt ihn auf die Knie, sie zieht ihm die Krone ab, sie entmachtet ihn quasi und dann erniedrigt sie ihn, denn sie zieht die Krone nicht auf, wie viele von uns ja erwartet hätten. Sie zerreißt die Krone, sie zerstört die Macht des Lichtkönigs, der eigentlich über die Geißel wacht. Denn die Geißel, die ist jetzt wieder frei. Es sollte ja immer einen Lichtkönig geben, damit die Geißel nicht durchdreht. Tja, was wird da jetzt passieren? Schon das ist ja ein Teil der Lore von Shadowlands. Das hat ja Blizzard schon enthüllt, dass das Pre-Event wird, dass es eine zweite Invasion der Geißel gibt. Und wie gesagt, das Cinematic ist super episch und es lässt nur erahnen, welche Macht Sylvanas mittlerweile hat. Und wer dafür verantwortlich ist, dass diese Frau so stark geworden ist, das wird ja kurz danach enthüllt, wenn man sich den Feature-Trailer anguckt, denn da sieht man den Jailer. Der Jailer, das ist, ich weiß es nicht, sowas wie ein zumindest sehr mächtiger Boss der Shadowlands, des Reiches der Toten. Und der hat Sylvanas schon seit Wrath of the Lich King geholfen. Seit damals haben die beide schon einen Pakt miteinander. Einen Deal, dass sie ihm Seelen verschafft, deswegen ja auch die Schlacht um Unterstadt gemacht hat, Teldrassil abgefackelt hat, Allianz und Horde aufs große Meer gelockt hat, damit sie von Ashara in die Tiefe gesogen werden und. Deswegen hat sie das alles gemacht, damit sie ihm Seelen beschafft und er ihr diese Macht gibt. Diese Ketten, die sie benutzt hat, um Bolvar in die Knie zu zwingen, die kamen, zumindest das ist meine Vermutung, vom Jailer. Ist auch vielleicht sogar schon bestätigt. Ich habe nicht alle Panels
nachvollzogen. Aber auf jeden Fall sieht es sehr danach aus, dass er für die Ketten, die sie benutzt hat, verantwortlich ist. Ja, Volva, der ist ja auch nicht vom Tisch, der wird ja auch noch wichtig für die Story, aber auf jeden Fall hat sie natürlich die Grenze zwischen Leben und Tod damit durchtrennt. Sie hat unsere Dimension und die Schattenlande quasi miteinander verbunden und das ist wirklich was ganz Neues, denn bisher, wir haben natürlich schon oft, wenn wir eine neue Erweiterung gespielt haben, einen neuen Kontinent entdeckt oder sind mal durchs dunkle Portal gehopst. Das war aber immer etwas, was in unserer Dimension oder zumindest in unserer Realität, Realitätsebene, möchte ich meinen, stattgefunden hat. Jetzt begeben wir uns auf eine neue Realitätsebene, nämlich auf die des Todes oder in die Ebene, das Reich der Toten, das möchte ich sagen. Ins Reich der Toten begeben wir uns und das ist wirklich für WoW etwas völlig Neues. Das Setting von Shadowlands, von den Schattenlanden, gefällt mir bisher sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich mache ja nie ein Geheimnis draus, dass ich nicht mit allem zufrieden bin, was hier im Battle for Azeroth so stattfand. Vor allem Zul'Dazar fand ich bei weitem nicht so cool wie Kul Tiras, musste aber in Zul'Dazar leveln, weil ich eben Hordenspieler bin und immer so ein bisschen neidisch rübergeschielt habe zu den Allianzlern, die halt die Storyline auf Kul Tiras erleben können. Das wird jetzt ein bisschen anders, also wir erleben wieder alle so zwar die gleiche Welt und das gleiche Gebiet, aber das wird sich durch die Pakte unterscheiden, da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Nee, das Setting wird ein bisschen düsterer, es gibt Vampire, es gibt Necrolords, es gibt die Urgeißel, es gibt also wieder richtig viele Evil-Knievel-Elemente. Und das macht, finde ich, Shadowlands ein bisschen düsterer. Da reagiert auch Blizzard darauf, dass viel im Battle for Azeroth einfach zu bunt war. Und das finde ich gut, da finde ich mich drin wieder und da freue ich mich drauf. Und wie gesagt, es ist das Reich der Toten, die Schattenlande. Da werden wir wahrscheinlich auf ein paar alte Bekannte treffen. Bisher sozusagen bestätigt sind ja Uta, also Uta Lichtbringer und auch der gute Kel'Thas, den wir ja im Burning Crusade schon zweimal weggeboxt haben in Magister's Terrace und in Tempest Keep. Ja, der darf hier sich auch nochmal, darf der sich hier die Ehre geben. Bin ich sehr gespannt, ob es diesmal besser für ihn läuft, ob wir ihn wieder wegboxen oder ob er diesmal vielleicht sogar eine Chance gegen uns hat. Oder ob er mit uns zusammenarbeitet. Das wäre ja für mich das Naheliegendste, dass Kel'Thas, der ja mit Illidan zusammengearbeitet hat und Illidan sich in Legion ja auch eher dann als Guter herausgestellt hat, dass auch dann Kel'Thas auf unserer Seite ist. Aber die Möglichkeiten sind natürlich offen. Wir könnten sehr, sehr viele sehr ikonische Charaktere aus der Warcraft und World of Warcraft Geschichte wiedererleben und da, na, da hält sich Blizzard schon ein ganz schönes Türchen offen, aber ich finde das wirklich sehr gut. Das macht für mich soweit Sinn. Es ist auch für viele nicht die krasse Überraschung gewesen. Es gab ja schon ein paar Leaks im Vorfeld, die ja schon gezeigt haben, hey, irgendwas mit dem Lichtkönig und es könnte in die Shadowlands gehen, ins Reich der Toten. Da gab es ja schon, wie gesagt, Leaks, die darauf hindeuten, was Spieler so im 8.3-Client schon alles gefunden haben. Deswegen für viele war es nicht die große Überraschung, eher eine Bestätigung. Aber ich meine zumindest, dass der allgemeine Ton, was Shadowlands angeht, deutlich positiver ist, als es aktuell bei Battle for Azeroth der Fall ist. Und sind wir mal ehrlich, diese Allianz gegen Horden-Stories, die haben nicht immer so gut funktioniert. Also Allianz gegen Horde ist zwar die Grundprämisse von World of Warcraft, aber am Ende, ja, am Ende schließen wir doch wieder Freundschaft und kämpfen zusammen gegen den stärkeren Feind, das größere Übel. Das war in Mists of Pandaria schon so und das wird auch jetzt in Battle for Azeroth so sein. Oder ist ja auch so, das haben wir ja schon gesehen, dass Anduin und die Horde, dass die Frieden geschlossen haben. Von daher werden wir wieder gemeinsam gegen den großen Feind Enzoth dann kämpfen. Und da hat die Story von Battle for Azeroth einfach zu lange gebraucht, um richtig in die Gänge zu kommen. Dieses ganze Rumgeplänkel, Allianz gegen Horde, was ja am Ende nur ein falsches Spiel von Sylvanas war. Ja, das hat natürlich vielen keinen Spaß gemacht, dass erst im zweiten Jahr von Battle for Azeroth mit Nas Jatha, mit Ashara, mit Enzoth dann erst langsam bekannt wird, worum es hier eigentlich geht. Und da hoffe ich, dass Shadowlands von Anfang an in der Narrative da wesentlich besser ist und die Spieler
besser abholt. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber wer sich richtig mit der Lore beschäftigt hätte, der hätte ja schon viel früher erahnt, in welche Richtungen es geht und dass es gegen Ensorf und alte Götter geht. Das stand ja auch schon viel, viel früher fest. Das stimmt, aber das wissen vor allem diejenigen, die sich sehr stark für die Lore interessieren. Und es hat trotzdem sehr lange gedauert, bevor Ensorf wirklich eine Rolle gespielt hat. Ja, wir hatten vorher Gehun, aber das war noch nicht dieses alte Gott-Feeling, das sich die meisten einfach erhofft haben. Deswegen, es wird in Shadowlands zwar nicht zwingend um alte Götter gehen, aber dennoch dieses düstere Setting, diese etwas stärkere Geschichte, das wird vielen, denke ich, mehr Spaß machen. Deswegen freue ich mich da auch drauf. Das dritte große Ding ist ja der Level-Squish. Da traut sich Blizzard zum ersten Mal ran. Zum ersten Mal in der Geschichte von World of Warcraft leveln wir nicht nach oben, sondern, also wir leveln schon nach oben, aber wir werden vorher erstmal zurückgesetzt. Bisher ging es ja immer erstmal weiter. Ne? Wir sind Level 60 geworden, Level 70 geworden, Level 80 geworden und jetzt zum Schluss Level 120 geworden. Und genau da möchte ja Blizzard ansetzen und sagt, okay, wir stufen alle Charaktere auf Level 50 zurück, damit sie dann in der Erweiterung auf 60 leveln können. Ja, das ist wirklich mal ein Schritt. Damit hätten viele tatsächlich nicht gerechnet. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ja, diese ganzen Item-Level-Squishes, dass wir ein geringeres Item-Level haben, weniger Schaden machen, das ist zwar in der Grundlage immer eine ganz gute Idee gewesen, aber hat dann auch nie so richtig funktioniert und hat sich auch immer irgendwie komisch angefühlt. Jetzt mit dem neuen Level, dann wird das auch nicht von der Zahl her immer krasser, sondern es wird sogar für neue Spieler angenehmer oder auch für Twink-Spieler, wenn man eben nicht mehr die 120 Level pumpen muss, sondern bloß noch 50 Level oder eben dann 60 Level, um auf Max-Level zu kommen, pumpen muss. Das spielt sich einfach wesentlich angenehmer. Das fühlt sich nicht so gigantisch an. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und was sie auch damit einhergehen lassen, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass sie es einem freistellen, in welcher Erweiterung man spielt. Erstmal begradigen sie diese Story, die man da so erlebt, wenn man einen neuen Charakter anfängt. Und die ist ziemlich absurd. Denn wenn wir neu anfangen, also Draki und ich haben ja für das Reborn Let's Play neue Charaktere angefangen, man spielt da bei den Untoten so kurz nach oder während Cataclysm, weiß ich gar nicht so genau, und dann ist Garrosh der Anführer der Horde und mieft sich ein bisschen mit Sylvanas, weil er ihr nicht wirklich vertraut. Sylvanas muss aber gleichzeitig den neu dazugekommenen Worgen irgendwie Paroli bieten, also sind wir so am Anfang von Cataclysm. Wenn ich dann aber nach Orgrimmar gehe, dann steht da nicht Garrosh. Und Vol'jin steht da auch nicht, denn der ist ja auch schon längst tot. Beide sind ja schon tot. Dann steht da Sylvanas. Und wenn ich jetzt mit Shadowlands anfange, dann ist auch eigentlich Sylvanas da fehl am Platz. Denn dann, oder dann steht da auch nicht mehr Sylvanas, dann steht da dieser Anführerbund der Horde. Die Horde bekommt ja jetzt eine Art Konglomerat, dem auch Thrall beiwohnt, um nicht mehr einen Kriegshäuptling zu haben, denn es hat ja nie so gut funktioniert für die Horde mit den Kriegshäuptlingen. Deswegen bekommt die Horde jetzt einen Rat. Und das ist irgendwie, wenn man dann diese ganzen sehr gut gemachten cineastischen Zwischensequenzen sich anguckt, die man während der ersten 20, 30 Level so erlebt, sich die Questtexte durchliest, da macht einfach vieles davon keinen Sinn mehr. Deswegen bin ich froh, dass die Story endlich mal begradigt wird. Es wird ein neues Startgebiet geben für Level 1 bis 10. Das wird Exile's Reach heißen. Da machen die Spieler ihre ersten 10 Level. Und danach darf man sich aussuchen, ob man im Grundspiel spielt, ob man in Burning Crusade spielt, Wrath of the Lich King spielt, Legion spielt und dort eben die nächsten 40 Level verbringt. So soll das Konzept aussehen, dass man wirklich die 40 Level komplett dort verbringen kann. Ob man auch zwischen den Erweiterungen wechseln kann, weiß ich gar nicht. Aber ich mag diese Idee, weil man damit wirklich ein bisschen Zeit dort hat. Natürlich kann man auch jetzt, wenn man einen Twink spielt, die Erweiterungen wirklich durchspielen. Aber das wird ja keiner wirklich machen, denn jeder will natürlich Levels über Levels stapeln. Und so hat man aber wirklich die Möglichkeit, dediziert eine Erweiterung nach Wahl mit einem Twink zu spielen. Und ich würde mich unglaublich freuen, mal wieder in Legion zu leveln, weil ich diese Erweiterung so spannend fand. Ich will aber nicht vorher
100 Level gemacht haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Das will ich einfach nicht. Deswegen finde ich diese Idee wirklich sehr gut. Damit gibt es auch eine neue Ausgangssituation, was die Story angeht. Neue Spieler haben es wesentlich leichter oder zumindest haben neue Spieler nicht mehr diesen Megabatzen von 120 Leveln vor sich, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das Ganze soll auch so eine Art New Game Plus Erfahrung werden, haben die Entwickler gesagt. Also ne, man erfährt quasi das Spiel nochmal neu und ich hoffe auch ein bisschen anspruchsvoller, denn viele beschweren sich ja auch darüber, das haben wir ja auch in den Kommentaren unter Reborn erlebt, dass sich halt viele beschweren, hey, ihr rennt da durch, haut alles mit 2-3 Schlägen platt, das ist ja kein WoW mehr, das ist ja Diablo, da hoffe ich, dass sie da auch so ein paar Begradigungen machen, was die Balance angeht, dass das Spiel jetzt zwar nicht schwer wird, also jetzt nicht so zäh wird, wie es Classic ist, aber zumindest ein bisschen anspruchsvoller, das könnte dem Stand vom WoW richtig gut tun. Was mir auch sehr gefällt, ist, dass sie die Klassen auch nochmal ein bisschen anpassen werden. Nicht nur diese regulären Balance-Patches und vielleicht neue Fähigkeiten. Nein, sie wollen diese Spec-Limitierung ein bisschen aufbrechen. Denn aktuell ist es ja so, dass man seinen Charakter mit seinem Spec so richtig personalisiert. Und das wollen sie wieder ein bisschen aufbrechen. Sie wollen wieder zu dem alten System zurück, dass zum Beispiel ein Magier, auch wenn er Frost geskillt ist, Feuer und Arkan benutzen kann, dass alle Paladine ihre Auren benutzen können, also dass alle Paladine Paladin-Auren benutzen können, dass alle Heilpriester trotzdem Schatten benutzen können, dass alle Hexenmeister Flüche benutzen können, da wollen sie wieder hin zurück und es soll ja auch ein paar alte Skills geben, die zurückkommen. Jetzt kenne ich mich aber bei vielen Klassen zu schlecht aus, um echt zu sagen, was ist neu, was ist alt, deswegen finde ich es einfach cool, aus Sicht eines Magiers, dass ich wieder so ein bisschen durchmixen kann, was meine Fertigkeiten angeht. Und auch mal wieder einen Feuerball schieße, ohne auf Feuer geskillt zu sein. Das finde ich sehr interessant, wie es dann aussehen wird. Das werden wir natürlich noch sehen. Aber grundlegend stehe ich dem Ganzen echt positiv gegenüber. Ein bisschen skeptisch, aber nicht negativ, bin ich eingestellt auf die Idee mit den Pakten. Und ich fliege ja die ganze Zeit falsch. Entschuldigt bitte. Ich habe schon wieder vergessen, wo ich hier bei den Tortolanern abgebe. So, das mache ich nämlich eigentlich hier in Nazmir. Hoffe ich zumindest. Oder ich bin völlig falsch. Werden wir gleich sehen. Die Pakte. Und zwar habt ihr es ja schon mal ein paar Mal von mir gehört. Ich als Hordler hätte lieber in Kul Tiras gelevelt. Warum? Ich mag Piraten. Ich mag Seefahrt. Kul Tiras wäre demnach eigentlich voll mein Gebiet gewesen. So, ich glaube, ich habe mich völlig verflogen. Egal, ich glaube, ich muss nach... Ich muss nach Sul'Nazar. Ja. Also Kul Tiras fand ich nicht ganz so geil. Kul Tiras fand ich wesentlich geiler als Sandala. Aber ich musste halt als Hordler in Sandala leveln. Und ich habe ja probiert, Draki im Vorfeld so ein bisschen zu überzeugen. Und habe gesagt, hey Draki, wie sieht's denn aus? Vielleicht doch Allianzler, Kul Tiras und so, Seefahrt. Und da gibt's ja auch böse Hexen und Dämonen. Ein paar Gebiete sind sehr an Witcher angelegt. Und ich mag ja sehr The Witcher. Und ein paar Gebiete sind sehr stark Cthulhu angelehnt. Ich mag ja auch Cthulhu. Ja, aber es gab natürlich kein Betteln und kein Flehen. Also es gab Betteln und Flehen, aber es gab keine Gnade. Draki meinte, nee, lasst lieber Horde spielen. Dann haben wir Horde gespielt. Finde ich auch gut. Ich bin ja auch im Herzen mittlerweile der Horde dann doch sehr, sehr... Ich bin sehr gerne Hordler mittlerweile, das will ich damit sagen. Also im Herzen bin ich wirklich Hordler geworden über die Jahre. Deswegen, ja, musste ich nach Sandala, fand ich jetzt nur halb geil, weil mich die Story einfach nicht so sehr interessiert hat, wie sie mich interessiert hätte, hätten wir Kul Tiras gespielt. Das wird jetzt noch ein bisschen schlimmer, denn es wird ja diese 4 Pakte geben mit Shadowlands. Und zwar, wenn man in Shadowlands beginnt, muss man sich dort einer Fraktion anschließen. Da gibt es 4 zur Auswahl. Das sind die Ventür, das sind so eine Art Vampire. Die Necrolords, das sind so die, es ist so die Urgeißel, also so die Proto-Geißel. Dann gibt es die Nachtfee, das sind die Geister der Natur, die finde ich ziemlich cool. Und es wird die Kyrianer geben, das sind die Geistheiler quasi, die wir ja als
als Spieler schon kennen seit Anfang an. Wenn wir nämlich gestorben sind in World of Warcraft, landen wir beim Geistheiler und das sind die Kyrianer und die wird es auch als Fraktion geben. Und die Fraktionen sind in vielerlei Hinsicht wichtig. Zum einen hat jede Fraktion ein Sanktum, das ist so eine Art Ordenshalle, in der wir dann uns, ja, wie es in Legion der Fall war, zurückziehen können, in der wir uns einfach zwischen unseren heldenhaften Tätigkeiten einfach mal ausruhen können und Dinge erledigen können. Es wird Fraktionsfertigkeiten geben, eine übergreifende Fraktionsfertigkeit und eben noch zwei Skills für jede Klasse, so zwei Fraktionsfähigkeiten für jede Klasse, die halt auch nochmal das komplette Gameplay beeinflussen, denn zum einen habe ich meine Fraktionsfähigkeit und meine Klassenfähigkeit, die sich ja auch noch daran orientiert, bei welcher Fraktion ich gerade bin. Also wird es natürlich dann Kombinationen geben, die vielleicht für einen Raid interessanter sind, wenn Magier vielleicht bei den Necrolords ist, zum Beispiel ein Frostmagier, wenn der mit den Necrolords, weil ne, die sind ja auch zumindest als Geißel so ein bisschen kalt gefroren und zumindest kalte Gebiete gewohnt, also kann es sein, dass es da vielleicht einen Vorteil geben wird, wenn ich als Magier, als Frostmagier mit denen im Bunde bin. Genauso kann ich mir vorstellen, dass für Heiler die Kyrianer sehr wichtig sind und ja, so geht das also der Reihe nach durch. Ich habe mich so ein bisschen in die Nachtfee, in die Geister der Natur verguckt. Die finde ich deswegen spannend, weil die A so ein cooles Rüstungsset haben. Man bekommt nämlich auch noch ein Rüstungsset, wenn man bei der Fraktion ist, um sie auch nach außen zu präsentieren. Das dann wahrscheinlich später dann eher so eine Art Transmog-Set wird. Und ja, das ist zumindest das, was man so bisher darüber weiß. Man bekommt also dieses Sanktum, das ist quasi die Ordenshalle als zentralen Spieler-Hub, wenn man Teil der Fraktion ist. Man bekommt die Fraktionsfertigkeit, die beiden Klassenfähigkeiten und man bekommt eben diese Rüstung. Plus jeder Pakt hat seine eigene Story. Das kann man wahrscheinlich ein bisschen mit den Ordensquests oder dieser Ordenshallen-Quest-Reihe aus Legion vergleichen, wo ja auch nochmal jede Klasse ihre spezifische Quest pro Skillung hatte. Und dass es halt hier nicht nach Klassen und Skillungen geht, sondern dass es hier nach Paktzugehörigkeit geht. Also man kann da auch genauso gut mit Kriegern, Jägern, Priestern zusammenspielen. Wird also wieder für Draki und mich zum einen spannend, für was wir uns entscheiden werden. Aber ich hoffe, dass ich mit den Geistern der Natur, mit Draki schon gut matche. Auf der anderen Seite können wir dadurch zumindest beide das Gleiche erleben, was ja grundlegend nie schlecht ist. Das fünfte und letzte Feature, das ich auch hier in diesem Video besprechen möchte, das wird Torghast, der Turm der Verdammten. Das wird das Endgame von Shadowlands und das ist so einschneidend, dass Blizzard selbst gesagt hat, dass es die zweite große Änderung ist, die nach World of Warcraft kommt durch Shadowlands und die mit Shadowlands nach World of Warcraft kommt und damit halt auch ein Feature, das für Gewinn oder Verlust der Erweiterung verantwortlich sein wird. Denn wenn Torghast nicht funktioniert, dann kann das wirklich wieder sehr, sehr starke Konsequenzen für die Spielerzahlen haben. Torghast wird ein Roguelike-Dungeon. Ein Level 60 Roguelike-Dungeon. Level 60 ist das neue Endgame. Ein Roguelike-Dungeon, da steckt ja dieses Wort Roguelike drin. Und viele von euch kennen ja The Binding of Isaac oder Dead Cells, diese klassischen Roguelike-Games. Und so ähnlich wird auch Torghast aufgebaut. Torghast befindet sich im Schlund. Der Schlund ist das Endgame-Gebiet von Shadowlands. Dort verweilen die bösesten und gemeinsten und stärksten Seelen und dort lebt auch der Jailer, der sozusagen über diese Seelen wacht und der Jailer wohnt ganz oben in Torghast, dem Turm der Verdammten und den müssen wir als Spieler erklimmen und ich habe schon gesagt, das Ganze wird ein Roguelike-Dungeon werden, soll heißen, dass der prozedural generiert ist.
Jeder Durchlauf wird anders. Bei Spielen wie The Binding of Isaac sind bei jedem Durchlauf die Räume anders aufgebaut, die Gegner anders positioniert, die Items anders verteilt. Jeder Durchlauf bringt seine eigenen Herausforderungen, aber auch Glücksmomente mit sich, wenn man halt schon sehr früh in den Genuss eines coolen Loots kommt, das einem zum Beispiel wieder beim Rest dann hilft, also dass man dann wieder besser Progress machen kann. Und so wird es halt auch in Torghast sein. Jeder Durchlauf ist anders. Torghast wird nach Ebenen unterteilt, also es ist ein Turm mit verschiedenen Ebenen und jede Ebene wird anspruchsvoller als die vorherige. Man muss nicht nur Gegner töten, man muss auch Rätsel lösen und Fallen umgehen oder entschärfen, um in Torghast Progress machen zu können. Und ganz oben wartet dann höchstwahrscheinlich der Jailer, ob als Boss oder was weiß ich als was, auf jeden Fall wartet der ganz oben. Und es wird echt ein bisschen dauern wahrscheinlich, bis wir Spieler ganz oben ankommen, denn wie gesagt, wir starten immer wieder von unten und jeder Durchlauf wird anders. Es gibt verschiedene Boni, die wir bekommen können, die werden wir wahrscheinlich über die Zeit dann auch freispielen. Das sind so Bonus-Buffs, die wir aktivieren können für unseren Durchlauf. Dann bekommen wir einen Bonus auf Werte oder machen mehr Schaden oder können Fallen besser entschärfen. Da wird es viele Möglichkeiten geben, die man sich wahrscheinlich nach und nach erspielt, je nachdem, wie man Progress macht in Torghast. Und der Dungeon wird skalierbar auf 1 bis 5 Spieler, also ähnlich wie die Horrorvision, die wir mit Patch 8.3 bekommen, wird auch Torghast zum einen eine Solospielererfahrung, aber auch eine Gruppenerfahrung. Das Ganze wird aber jetzt kein Timed Run oder auch kein Mythic Plus. Nein, es ist eine Erfahrung, dass jeder Raum immer schwerer als der vorherige wird und dadurch sich auch der Anspruch darstellt. Ja, der gute Boger hat schon zu mir gesagt, er findet das richtig klasse, denn das könnte endlich mal WoW ein beständiges Endgame liefern. Denn bisher ist es so, man macht die 5er Dungeons, dann Man macht die 5er Dungeons, dann macht man sie auf Hero, dann macht man sie auf Mythic und dann macht man sie auf Mythic Plus. Immer wieder die gleichen Dungeons mit grundlegend denselben Abläufen, nur halt immer ein Ticken schwerer, ein Ticken schwerer. Und manch einer hat auch darauf keine Lust, weil er eben sagt, boah, ja, Mythic 6, okay, jetzt Mythic 8, wird einfach nur wieder ein bisschen schwerer, ist aber letztlich der gleiche Dungeon. Und Torghast bietet dann halt die Chance, dass es ein Endgame sein kann, das bei jedem Durchlauf seine eigene Spannung mitbringt, dass man immer wieder etwas Neues erlebt. Und ich hoffe auch, dass sich das optische Design der Räume dadurch ein bisschen anpasst. Also dass das jetzt nicht wirklich jeder Raum sieht gleich aus oder jede Etage sieht gleich aus, nur die Räume sind anders von der Größe und die Gegner stehen ein bisschen anders. Nee, ich hoffe, dass es da auch verschiedene Settings drin geben wird und dass man dadurch halt wirklich so einen super ultra mega Dungeon erlebt, den es sich wirklich lohnt, über die Zeit immer weiter zu erklimmen, um bessere Ausrüstung zu bekommen, um Perks für seinen Charakter vielleicht freizuschalten, die man dann beim nächsten Mal wieder als Bonus aktivieren kann. Also das könnte alles sehr spannend werden. Und vor allem diese Skalierbarkeit von 1 bis 5 gibt halt auch die Möglichkeit, das mal alleine zu machen oder in der Gruppe zu machen, mit Raki zu zweit zum Beispiel, mit Broger zu dritt oder im Livestream zusammen mit euch dann zu fünft. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Und dann natürlich auch die Story um den Jailer herum, wie sie dann auch immer ablaufen wird. Ich meine, wir kennen es ja vom Blizzard. Es ist nicht so, dass der Jailer schon der Endboss der Erweiterung wird. Da wird sich Blizzard noch irgendwas einfallen lassen, was sie uns da so vor die Füße werfen können, dass wir dann tothauen müssen, wie es jetzt auch wahrscheinlich mit Ensoft der Fall ist. Ja, fassen wir nochmal alles so ein bisschen zusammen. Das Cinematic fand ich wirklich sehr, sehr episch. Krass, wie stark Sylvanas geworden ist. Und wie gesagt, witziger Kommentar an der Stelle war, ja klar, Bolvar, der arme Kerl, der hat ja auch noch die Rüstung aus Wrath of the Lich King an, währenddessen Sylvanas hier mit BFA-Gear unterwegs ist. WTF. Ja, aber ja, so sah es halt wirklich aus. Ich meine, der kriegt da halt von der Frau mal so richtig die Fresse poliert und hat einfach keine Chance. Er hat
keine Chance gegen sie. Fand ich sehr, sehr episch. Dann Shadowlands als Setting finde ich auch gut. Spricht mich auf jeden Fall sehr an. Spricht mich mehr an, als mich Sandala angesprochen hat. Der Level-Squish finde ich ist eine sehr, sehr gute Idee, um durch dieses New Game Plus wieder so ein bisschen Würze ins Grundspiel reinzubringen, es neuen Spielern zu erleichtern, dass das Endgame nicht mehr so weit weg erscheint und vor allem auch mal die Story zu begradigen. Das Zurückrudern bei den Klassen ist auf jeden Fall auch eine sinnige Sache und wird wieder ein bisschen mehr Vielfalt zurückbringen. Bei den Pakten und Bündnissen bin ich noch auf mehr Details gespannt, wie das dann wirklich aussieht. Falls ihr euch jetzt fragt, wie viele Chars man eigentlich braucht, um das durchzuspielen. Boga hat mir schon gesagt, dass er in einem Panel erfahren hat, dass man immer zwischen diesen Pakten hin und her wechseln kann. Der Progress wird auch abgespeichert. Man braucht also keine 4 Charaktere, um die ganze Story zu erleben. Man kann hin und her wechseln, wie es ja auch in der Ordenshalle der Fall war. Da konnte man ja auch zwischen den Specs wechseln. So wird es auch bei den Pakten sein. Man kann hier mal bei den Nachtfee unterwegs sein. Man kann aber auch dann zu den Ventür wechseln, mal kurz bei den Necrolords reinschauen und alles so simultan quasi weiterbringen. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie das Ganze von der Story her wird. Ob das am Ende nur so eine Pakt-Questline wird oder ob das wirklich das komplette Add-on-Erlebnis affektiert, also wirklich die Story, die man im Add-on erlebt. Und zum Schluss natürlich Torghast, das finde ich einfach eine mega gute Idee. Sowas gab es in WoW noch überhaupt nicht, deswegen bin ich auch hier sehr, sehr gespannt drauf, wie sie das Konzept Roguelike in WoW umsetzen werden. Das ist nicht leicht, dass es am Ende wirklich Spaß macht. Wir wissen, Blizzard hat ja sehr oft gute Ideen, die dann am Ende wieder daran scheitern, dass sie es zu vielen Spielern recht machen wollen. Ich hoffe einfach, dass dieser mehr geschossige Dungeon sozusagen, der von jeder Etage zur nächsten immer schwerer und stärker werden soll, die Spieler auch dahingehend belohnt und es einfach ein cooles Erlebnis wird, sich abends hinzusetzen und zu sagen, hey, mal schauen, wie weit ich es diesmal in Torghast schaffe. Ja, alles in allem merkt ihr, stehe ich der Erweiterung wirklich sehr, sehr positiv gegenüber und ich freue mich auch schon sehr auf Shadowlands. Das Ganze könnte wirklich das Tief, das WoW seit Battle for Azeroth hat, wieder so ein bisschen begradigen und das MMO wieder hochholen. Ich glaube auch, dass gerade jetzt nach der Shadowlands-Enthüllung und mit den Inhalten, die durch Patch 8.3 kommen, auch durch den Erfolg von WoW Classic natürlich, WoW generell wieder ein paar mehr Spieler bekommen wird, denn die Leute wollen natürlich wissen, wie kommt es eigentlich zur Ausgangssituation in Shadowlands und deswegen mit Patch 8.3 einsteigen werden, alleine um gegen Ensoth zu kämpfen, gegen diesen super schweren alten Gott. Naja, ob er wirklich schwer wird, wissen wir nicht, aber gegen diesen super Gegner, ein alter Gott, den wir zum ersten Mal in seiner vollen Macht bekämpfen. Vorher haben wir ja immer nur so Arme, also eher Tentakel und Augen bekämpft. Da bekämpfen wir dann wirklich einen alten Gott. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch, ihr lieben Leute. Ich habe jetzt sehr, sehr viel geredet. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen gerade rüberbringen. Ich habe mir sogar Notizen gemacht, denn es sind wirklich viele Sachen, die mit Shadowlands kommen, die ich hier in einem Video besprechen wollte. Es wird noch viel mehr Videos zu Shadowlands geben, weil ich einfach immer wieder zwischendurch so ein bisschen den Stand der Dinge mal aufarbeiten will. Mal gucken, wie das Ganze bei euch ankommt. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, auf euer Feedback und natürlich auch auf eure Meinung, was ihr bisher so von Shadowlands haltet. Ihr lieben Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was draus mitnehmen. Wenn ich zu viel Blödsinn erzählt habt, bitte haltet euch nicht zurück, mich zu korrigieren. Auch dafür dürft ihr die Kommentare nutzen. Und dann sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis dahin, BB, euer Hyuga.